Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Teil 2. Ich muss natürlich das Wasser nicht reinpumpen, sondern ich muss wegpumpen aus dem einen Raum. Hier, gerade nochmal zeigen. Wo geht's höher? So, genau, hier war ja dieser eine Raum auch, wo ich in der Seite nicht reinkam, weil der war voller Wasser. Wenn ich es wegpumpe, wird er wahrscheinlich frei sein und ich kann auch wieder weiter mit dem Zug fahren. Vermute ich. Schauen wir mal. Irgendwo hier muss die Pumpenanlage sein. Aktivieren. Hältst du mich für eine Tyrannin, Delta? Eine Tyrannin, die den Traum eines toten Mannes an sich reißen will? Die Stadt ist nichts. Rapture muss sterben, damit Eleanor sich aus ihren Trümmern erheben kann. Erlaube mir, es dir zu demonstrieren. Lamb überlastet die Pumpen. Gleich stürzt alles ein. Zum Dionysus Park. Beeil dich. Also doch fluten. Auch wenn es nicht so gedacht war. Halt! Ah, okay. Das ist der Zwischenboss gewesen. Ich möchte, dass du dir diesen Moment einprägst. Dieser bestialische Marsch durch Geschrei und Finsternis. Das ist unsere Existenz. War ich hier dran? Nein. Wie konnte ich einen Save übersehen? Drei Hackpfeile, warum nicht? Raus da jetzt, Junge! Ja, raus da jetzt, Junge. Gibt's hier nicht irgendwo... Wo war denn hier dieser Raum? Oder war es hier? Ich glaube, das war hier. Genau, der Raum da hinten. Ist der jetzt begehbar? Ja, wir können da jetzt rein. Interessant. Was gibt es denn hier Schönes zu finden? Ja, Fallnieten, die wir schon haben. Also das ist kein Dollarraum. Egal. Jetzt sind wir auf jeden Fall da gewesen. Also ich kümmere mich gar nicht um die Gegner, die ich da jetzt alle hinter mir höre. Ich lasse einfach mal schnell weiter. Oh oh, oh oh. Sieh hin. Das ist die Welt, die du anstrebst. Du. Allein. Unter den Toten. So, wo ging hier bitte schön der Weg lang? Bin ich hier falsch? Aua. Aber schön gemacht hier. Fällt mir gut. Waffenauswahl habe ich jetzt auch nicht. Wollte mir gerade überlegen, den Big Daddy da zu fotografieren, aber das klappt alles jetzt gerade gar nicht. So. Einmal bitte Wasser ablassen. Children
Have you ever met the bogeyman before? No, of course you have. Dionysus Park. Okay. Dionysus Park gehörte Sophia Lam, Chef. Es war so eine Art privater Zufluchtsort für ihre sozialen Experimente. Eines Nachts wurde er überflutet. Alle Gäste starben. In den Zeitungen stand, es hätte was mit dem Kult zu tun. Komm auf zur Bahnstation. Dort treffen wir uns. Also das hat nun gar nicht zum Dionysus Park gehört, obwohl es trotzdem Teil des Levels war. Oder wie soll ich das verstehen? Was sagt denn die Map jetzt hier? Finde den Bahnhof, Kellerlagerraum. Grundsammlung. Ziel. Okay, das ist ein komplett neues Level. Dann war das gerade eben Hedon Plaza komplett gewesen. Und das ist gar nicht der Dionysus Park gewesen. Dann ist das hier der Dionysus Park. Verstehe. Was? Okay, das geht erstmal nicht auf. Auch nicht. Ach Gott, die blöden Kerle. Wir haben neue Gegner, die wir fotografieren müssen. Wirk. Ja, das zieht sich recht lange. Kommt immer wieder was Neues. Das heißt, wir können direkt schon mal die Kamera rausholen. Jetzt wieso irgendeiner von denen erscheint. Die können sich teleportieren. Kennen wir ja noch von Teil 1 und Teil 3. Was haben wir denn da? Leckeres Mondscheinabsinth. Boah, Absinth da. Oh, da wird kein Problem mit. Ich dachte, jetzt wird da voll durchdrehen. Wir haben einen Code und eine Power of the People dahinter. Nee. Wir müssen erstmal rausfinden, wie wir da reinkommen. Obwohl, hatten wir nicht sogar irgendwie ein Lockteil gehabt? Siren Alley, da waren wir gerade, ne? Therapie, Führung nach Lab, Name, leere Nische, Paarbindung. Datum ist der Code, das war was anderes. Okay, schauen wir mal weiter, ob wir irgendwo was rausfinden. Was war das? Direkt hinter mir das Mistvieh. Okay, zeig dich mal. Ich glaube, da wäre am besten, wenn ich den blitze. Oder? Na, wo ist er? Da ist er. Houdini-Splicer-Forschung. Sehr gut. Du Mistsack. Achtung! Subject Delta hat Dionysus Park trockengelegt und infiltriert. Sein Tod ist unsere Wiedergeburt. Das Leben der Tochter des Volkes liegt in eurer Hand. Mhm. Schauen wir doch gerade mal, was wir hier kaufen können. Ah, die Person, okay. Ich hätte gerne ein bisschen Shoddy. Ist was zu hören. Tja, ich bin drin. Meine Wenigkeit ist das jüngste Mitglied der Familie Rapture's. Ich habe Wales was verzapft von wegen, dass die Tribune mich daran hindert, dem Volk reinen Wein einzuschenken. Und ohne ein Wort zu sagen, drückt er mir eine Einladung für diese Künstlerzuflucht hier im Park in die Hand. Lam hat mir die Nummer vom frustrierten Schreiberling abgekauft. Sie unterstützt mich sogar. Ich soll alles aufschreiben, während ich hier bin. Nur, dass meine Story von ihr handeln wird. Und ich glaube, das Ende wird ihr nicht gefallen. Liebes gelbäugiges Mädchen, mein Name ist Billy. Und ich habe dich neulich am Karussell gesehen. Ich finde dich sehr hübsch.
Dein blaues Kleid gefällt mir. Kamera? Und auch dein Lied über die Engel. Meine Mom sagt, dein Dad macht dir Angst. Aber ich finde, er ist stark. Und nett, so wie ein Held aus einem Comic. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe es im Keller versteckt, damit niemand es findet. Der Geheimcode für die Tür ist 1080. 1080. Ja, klar. Aber wenn ich dich das Power nächste Mal the people. Sehe, winke ich, dann weißt du, dass ich es bin. Dankeschön. Man sagt mir, dass Lärm auf der Straße gesehen wurde. Ein Exemplar der Alpha-Serie wurde bei dem Zwischenfall getötet. Seine an ihn gebundene Sister wurde gestohlen. Aber der Rat hat keine Zeit für eine Menschenjagd. Atlas füllt die Reihen seiner Marodeure mit jedem weiteren Tag. Egal. Lambs Name ist beim Volk bereits verblasst. Sie ist nur mehr ein Gespenst, das vergessen hat zu sterben. Jetzt die Frage, machen wir lieber die Harpune mehr Schaden? Oder gehen wir irgendwann doch mal in den Nahkampf? Ich würde sagen, erhöhter Harpunenschaden. Bei uns fehlt noch die letzte, das ist glaube ich eine Rakete. Ja, wer lacht denn da? Hallihallo. Shit, falsche Richtung. Da ist wohl jemand gestorben, weil er durch eine Falle gegangen ist. Kann das sein? Naja, wenn man auf Schleim und Glitter steht, ist das plötzlich. Oh, verdammte Kacke nochmal. Hör du, Prinzesschen. Wenn du das nächste Mal auf den Müll bist, denk an mich. Als Lady muss man Prinzipien haben. Schön. Mit Schön. Man nicht. Achtung, Granate! Oh, hat mich trotzdem erwischt, der Mist. Okay, gehen wir raus. Ah, wer schreit denn hier noch? Mann, mich nervt hier so eine verrückte Fliege. Sich immer lustig über mich wegen des Namens. Diese Partys. Sie weiß genau, wie ich zu solchen Attacken auf das Rationale stehe. Zu diesem Zelebrieren des Tierischen im Menschen. Aber das Grundstück des Parks ist ihr Eigentum. Und Ava weiß, dass ich sie niemals, niemals zwingen würde, das zu lassen. Aber ich hätte doch wenigstens erwartet, dass ihre Pseudo-Rituale in Rapture nicht gar so viele Menschen anziehen würden. Tja, die gute Nachricht ist, ich habe eine neue Bahn für uns gefunden. Aber die Station ist immer noch außer Betrieb. Und wir sind nicht alleine. Ich sehe einen Schatten in der Wachstation. Ich bleibe in Deckung. Sondier du mal die Lage. Okay. Wieso tue ich das eigentlich alles für dich? Ah, hallo Jungs. Mein Name ist Stan Poole, Rapture Tribune. Ein gutes Blatt, bevor die Leute aufhörten, es zu lesen und eine andere Verwendung dafür fanden. Jedenfalls möchte ich euch ein Geschäft vorschlagen. Kommt zum Bahnhof. Ich bin hier in der Wachstation. Trifft dich mit Stanley im Bahnhof. Okay, wir schauen erstmal Gesundheit-Upgrade, Eve-Upgrade nehmen wir. Genika-Slot benutzen wir auf jeden Fall. Und zwar alle, die wir kriegen können. Gefragt.
Frierabora-Baum und ich heim repariere sind Bots geschrieben, mit denen du ihnen interagierst. Cure All, das ist nicht schlecht. Jungbrunnen kann hierbei viel Wasser helfen, natürlich. Ja, wenn ich jetzt wüsste, dass ein Abfackeln 3 kommt, ich bin mir da nicht sicher. Ich meine, da kommt einer. Scharfer Beobachter 2, das kaufen wir auf jeden Fall. Und tauschen wir gegen Scharfer Beobachter 1 aus. Oder bringt das was, wenn ich 2 davon gleichzeitig drin habe? Gute Frage. Ich tausche gegen den aus. Wenn du getroffen wirst, stößt du einen Eisstoß aus und kannst Gegner einfrieren. Okay, Eis und Feuer hätte ich dann gleichzeitig. Funktioniert das? Sogar Schaden bei Kopftreffern. Warte mal ab. Ich meine, ich brauche gleich nämlich noch was Kohle, um das zu erlernen. Also Punkte. Adam. Schauen wir mal auf Map. Wir sind von da gekommen, glaube ich, oder? Oh, das ist erforscht. Wir können hier in den Keller rein vom Park. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Und gehen dann erst Hauptstory-technisch weiter darunter. Coens Sammlung. Den Coen, da können wir uns ja noch dran erinnern, aus Teil 1. Der war ja ein bisschen verrückt. Den sollte ich ja einige, oder habe ich sogar einige umgebracht. Phosphorschrot, nee, danke. Wie viele Sisters haben wir denn hier? 3 Stück, das heißt, ich muss 3 Daddies töten. Aber noch ist keine zu sehen davon. Manchmal braucht es ein kleines bisschen mehr, um diese harten Zeiten zu überstehen. Stocke mir wie Experte deine Vorräte an Eve-Spritzen für längeren Plasmid-Gebrauch auf. Aha. Eine Spritze mehr, ja, das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Dasselbe halt, was wir auch mit einem Arztkasten mehr tragen können. Ist das mir hier richtig? Ja. Okay. Gehen wir erstmal hier in diese Nische. Die Spritze. Und wieder was zum Hacken. Okay, was höre ich da? Irgendeiner ist da. Aua! Mist! Ich fasse mich an! Aber der Raum war noch nicht zu Ende erforscht. Checken wir nochmal genauer. Okay, und da kommen wir nicht rein. Dann scheint das hier zu Ende zu sein. Na gut. Panzerbrechen. Nice. Keine Augen, keine Nasen, keine Ohren, keine Zähne.
irgendjemand dies hört. Ich muss wissen, wie ich sie heilen kann. Nein, weg da! Sie ist meine Kleine! Okay, können wir das da wegflambieren? Nein, können wir nicht. Okay. Vielleicht brauche ich auch zwei dafür. Dann müsste ich die Fähigkeit erst erlernen. In der Ewigkeit heiß oder kalt sein? So, Wartungszugang, da werden wir uns gleich mal reinschauen. Bis demnächst, euer Chojin.